Herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Nix Wildes, der Game Show, bei welcher unsere Kandidaten ganz spontan 100 Euro gewinnen können. Wir werden jetzt hier zwei Kandidaten aus der Fußgängerzone auswählen, welche in einer ersten Quizrunde gegeneinander antreten und anschließend entscheiden müssen, ob sie zocken wollen oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob hier heute jemand mit einem Gewinn nach Hause geht. Und wir werden jetzt anfangen, unsere beiden Kandidaten auszuwählen. Hast du Bock, 100 Euro zu gewinnen? Nee. Ehrlich nicht? Ja, läuft bei dir scheinbar, ne? Würde ich sagen. Hast du Bock, 100 Euro zu verdienen? Nee, ich habe schon genug Geld. Ehrlich? Ja. Läuft bei dir? Was soll ich machen? Entspannt. Hat einer von euch beiden Bock, 100 Euro zu verdienen? Warum nicht? Warum nicht? Wie funktioniert das denn? Also, wir haben 10 Fragen. Wir suchen gleich noch einen zweiten Kandidaten aus. Für dich 10 Fragen. In der ersten oder nach den 10 Fragen gewinnst du, wenn du mehr richtig weißt, 50 Euro. Und dann kannst du entscheiden, ob du zocken willst oder nicht. Entweder behältst du die 50 Euro oder sagst, komm, ich zocke. Und dann könntest du sogar 100 daraus machen. So läuft das Ganze. Okay. Na dann, such mal einen zweiten Kandidaten. So, wunderbar. Perfekt. Quizrunde gegen die Dame da in dem Rosanen. Boah, ich bin nicht schlecht im Quiz. Seid ihr raus? Schade. Hätte eure Kohle sein können. Aber du hast ja eh genug, hast du gesagt. Ja, eben. Nichts zu verlieren eigentlich. Siehst du, wunderbar. Also machst du? Ja. Bist du dabei? Wie heißt du? Lena. Lena, wunderbar. Wie alt bist du? 24. 24, perfekt. Auf geht's. So, wir haben unsere zwei Kandidaten gefunden. Auf der linken Seite Franzi, 27. Kommst du aus Hannover? Ja, komme ich. Was machst du beruflich? Im Online-Marketing arbeite ich. Online-Marketing. Okay, was macht man da so? So Webseiten machen und so. Ja. Webseiten, nicht schlecht. Du warst Lena, 24. Ja. Was machst du? Finanzamt. Finanzamt, eieiei, die haben ja eigentlich genug Geld, oder? Klar, nein, man kann ja nie genug haben. Ne? Das stimmt. Was machst du da beim Finanzamt? Duales Studium. Duales Studium, ja, okay, aber was machst du genau? Also ja, veranlagen und sonst hospitieren halt in den verschiedenen Stellen. Ne? Okay, aber wenn ich jetzt eine Steuererklärung mache, landet die nicht bei dir? Ja, nee, ich wohne in Hamburg, von daher. Okay, dann ist egal, dann darfst du stehen bleiben, wunderbar. Okay, ich würde euch beiden noch mal ganz kurz die Regeln erklären. Wir haben 10 Fragen, ja. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst die Frage, schnell auf den Buzzer drücken. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, du weißt sie nicht, hast du noch mal die Möglichkeit zu antworten, kannst du überlegen und noch mal einen Punkt einheimsen, ja. Wer nach 10 Fragen mehr richtig hat, gewinnt 50 Euro und dann schauen wir mal, ob ihr zocken wollt oder nicht. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Seid ihr bereit? Okay, du bist ein bisschen nervös? Ja. Ja, das wird schon. Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Das ist direkt eine Schätzfrage. Und zwar, genau, ihr schreibt, ihr braucht jetzt nicht buzzern, genau. Einfach die Tafel nehmen, aufschreiben, ohne dass der andere es natürlich nicht sieht. Wer näher dran ist, kriegt den Punkt. Was schätzt ihr, wie alt ich bin? Boah, da kann man nur falsch liegen. Wie alt bin ich? Wenn ihr es aufgeschrieben habt, noch nicht zeigen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was hier. Okay, du hast? Du auch? Fangen wir bei dir an. Einmal in die Kamera zeigen. Was hast du? 33. 33. Nicht schlecht? Ich habe 31. 31. Scheiße, sehe ich echt so alt aus. Du hast recht. Ich bin 33 Jahre. Ach was. Exakt. Nein, nein, nein. Tatsächlich nicht. Heftig, ja. Überraschend. Stark. 1-0 für dich. Nicht schlecht. Ihr könnt die Tafeln wieder weglegen. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Eigentlich werde ich jünger geschätzt. Aber okay. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Geboren bin ich übrigens im wunderschönen Stralsund, einer Stadt an der Ostsee, welche zwischen dem 12. Jahrhundert und Mitte des 17. Jahrhunderts einer Vereinigung norddeutscher Kaufleute angehörte und dies sich noch heute im Städtenamen widerspiegelt. Wie lautet dieser Zusatz, über welchen unter anderem auch die Städte Hamburg, Lübeck, Lüneburg und Wismar noch heute verfügen? Hansestadt. Richtig. Nicht schlecht. 2-0. Hättest du es auch gewusst? Ja, jetzt dann am Ende schon, ja. Am Ende schon, na gut. Aber wir dürfen auch in die Frage rein. Genau, also ihr müsst, okay, ja, ich war genau. Auch nicht sicher, aber ich hab's richtig gemacht, genau. Also ihr müsst natürlich nicht abwarten, bis ich die Frage zu Ende gestellt habe. Okay. Wenn du schon nach 2 Wörtern denkst, du weißt es, einfach reinhauen. Okay, ja? Ja? Gut, kommen wir zur dritten Frage. Einer der weltweit wichtigsten Handelsrouten zwischen Nord- und Ostsee bildet heute wie damals eine der weltweit meistbefahrenen Wasserstraßen für Schiffe.
Bis 1948 trug sie den Namen Kaiser-Wilhelm-Kanal. Wie lautet dieser heute? Geht dein Buzzer nicht? Jetzt. Okay. Nord-Ostsee-Kanal? Richtig. 3:0. Aber das sind ja Fragen, du weißt das ja auch, ne? Ja, nee, das hätte ich nicht. Meine Allgemeinbildung, deswegen habe ich gesagt, weil er das macht, weil die einfach schlecht ist. Ja. Gut, er ist dein Freund, ne? Hättest du es gewusst? Hättest du? Ach, hast du nicht gehört? Naja, okay. Nord-Ostsee-Kanal. Kennst du? Na gut, okay. Kommen wir zur vierten Frage. Die ist jetzt ein bisschen aktueller. Wie jeder von uns mitbekommen hat, einer der bedeutendsten britischen Monarchen ist am 8. September von uns gegangen. Die Queen verstarb im Alter von 96 Jahren. Wie lautete der erste Vorname der Queen? Ja, ich war gerade auch nicht sicher, ja. Weil Elizabeth? Ja. Elisabeth? Richtig, genau. 4:0. Sieht sehr, sehr gut aus für dich. Du ein bisschen noch ranklotzen, vielleicht auch die Hand auf dem Buzzer halten, damit du die entscheidenden Sekunden gut machst. God save the King. Eine Aussage, an die sich viele Briten erst noch gewöhnen müssen. Neuer König des Vereinigten Königreichs ist von nun an der älteste Sohn der Queen, Charles III. Wie heißen seine beiden Söhne, die aus seiner ersten Ehe mit der verstorbenen Lady Diana entstammen? Prinz Harry und Prinz William. Richtig, nicht schlecht, dein erster Punkt. 4:1. Sehr, sehr gut. Hättest du auch gewusst? Hätte ich auch gewusst. Hättest du auch gewusst. Alles bei den Royals. Ja, okay. Kennst du dich da ein bisschen aus? Ein bisschen. Ja? Aber wer weiß, also ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ja. Wenn eine Frage kommt, dann weiß ich es auch. 4:1. Trotzdem sieht es sehr gut aus für dich, aber dein erster Punkt immerhin. Nächste Frage, sechste Frage. Weg vom Königshaus hin zum Fußball. Kennt ihr euch aus mit Fußball? Ja, hier, komm. Ah, er ärgert sich schon ein bisschen. In diesem Jahr begeisterte der Frauenfußball Fans und Zuschauer in Stadien sowie vor dem Bildschirm zu Hause. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen fand in England statt, wobei das deutsche Team den zweiten Platz belegte. Wer wurde Europameister? England. Nicht schlecht. 4:2. Siehst du, da ist sogar der Freund stolz. Nicht schlecht. 4:2. Hättest du gewusst? Ich wäre mir nicht sicher gewesen. Wärst du nicht sicher gewesen? Okay. Hast du auch geguckt? Ja. Tatsächlich? Ja, dank ihm. Deswegen. Ja, sehr, sehr schön. Hat sich bezahlt gemacht. Ja. Siehst du, nicht schlecht. Siebte Frage. 4:2. Auch die deutsche Nationalmannschaft der Männer spielt in diesem Jahr noch ein größeres Turnier. Das wird jetzt übrigens eine Schätzfrage. Also ihr könnt die Hand genau, vom Buzzer nehmen. Genau, die Männer spielen in diesem Jahr auch ein großes Turnier. Die viel umstrittene Weltmeisterschaft in Katar beginnt Ende November und stellt erstmals ein Turnier in den Wintermonaten dar. Katar verfügt übrigens über ca. 1 Million weniger Einwohner als unsere Hauptstadt Berlin. Wie viele Einwohner in Millionen hat Katar? Und da kommt es jetzt auf die Nachkommastelle an, ja? Also jetzt 0,1 Millionen oder 0,2 Millionen. Wie viele Millionen Einwohner hat Katar, welche 1 Million weniger sind als unsere Hauptstadt Berlin? Okay, du bist dir sicher schon? Hast schon notiert? Okay. Okay, du bist dir, hast auch notiert? Bist du sicher? Ja, sicher. Ich habe was aufgeschrieben. Du hast was aufgeschrieben. Okay, fangen wir bei dir an. Einmal in die Kamera halten. 5,3 Millionen. Okay, und du hast? 4,1. Es sind 2,6 Millionen. Berlin hat 3,6 Millionen Einwohner und Katar 2,6 Millionen nur. Dein Punkt, du bist näher dran, aber ihr wart trotzdem nicht ganz so weit weg. Es war keine peinliche Antwort immerhin. 5:2 und wir haben jetzt die achte Frage, das heißt 8, 9, 10. Du kannst noch einen Gleichstand erreichen, genau. Und wenn du jetzt richtig hast, dann gewinnst du auf jeden Fall die erste Runde. Achte Frage. Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft am 21. November starten. Um dem Heimatland aber das Eröffnungsspiel bestreiten lassen zu können, wurde der Start der WM auf den 20. November vorgezogen. Das Finale der Weltmeisterschaft steigt planmäßig am 4. Advent, also am 18. Dezember. Wie viele Tage lang läuft die Fußball-Weltmeisterschaft? Also wir haben 20. November als Start, 18. Dezember als Endspieltag. Wie viele Tage erstreckt sich die Fußball-Weltmeisterschaft? 29.
Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Du gewinnst die erste Runde. Du leider nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass du mit teilgenommen hast. Ich denke, so peinlich war es nicht, oder? Wir nehmen mal ganz kurz den Freund hier mal. Wir fragen mal den Freund einmal ganz kurz. Was denkst du, wie hat sich deine Freundin geschlagen? Gut. Also ich hätte es nicht, also ich habe sie ja vorgeschorcht, ne? Ja. Also hättest du es nicht besser gemacht. Nein, wunderbar. Also gibt es keinen Ärger zu Hause? Ach Quatsch, nein. Gut. Perfekt, wunderbar. Dann gehen wir einmal wieder zurück und zwar zu Franzi. Hast du noch kurz 2 Minuten Zeit zu warten? Ja? Wir gehen ganz kurz zu Franzi, denn ihr muss sich ja jetzt die Frage stellen, ob du zocken möchtest oder nicht. Also du hast jetzt 50 Euro gewonnen, ja? Darfst jetzt entscheiden, ob du das Geld setzt und zockst, dann kommt es zu einem Glücksspiel, was du selbst nicht beeinflussen kannst und ich dir auch vorab nicht verraten werde. Ja? Oder du sagst, nee, ich zocke lieber nicht, 50 Euro auch gewonnen, wunderbar, gehe ich mit nach Hause. Naja, ich hatte ja damit gerechnet, dass ich heute 0 Euro verdiene, deswegen kann ich auch zocken. Wunderbar, zocken klingt super. Bist du dir sicher, ja? Ja. Ganz sicher. Muss ich dafür irgendwas machen? Nein, du musst nichts machen. Du musst dann gleich eine Entscheidung treffen, okay, die auf Zufall basiert. Es kann aber sein, dass du jetzt dann mit 0 Euro nach Hause gehst. Das verstehe ich. Machen wir. Nicht schlecht. Mutig. Dann komm gerne mal mit nach vorne. Und zwar ist das Glücksspiel jetzt Münzwurf. Okay. Kopf oder Zahl? Zahl. Du bist ja, du haust ja aber auch raus, ne? Du bist dir sicher, sagst, kommst hier ohne Geld her, dann zocken wir auch. Nicht schlecht, mutig. Du bist dir sicher, ja? Zahl? Okay. Willst du selber werfen? Soll ich werfen? Ich. Okay, ich kann ja verraten, die Leute zu Hause wissen es natürlich schon. Beim ersten Spiel hat die Dame das auch mich machen lassen, ist mit 0 Euro nach Hause gegangen. Dann wär's so. Okay, du bist dir sicher, Zahl? Ja. Hättet ihr das auch genommen? Zahl? Immer Kopf. Oh. jetzt ist entschieden. Okay, Goodie. Du sagst Zahl, bleibst dabei. Ja. Ich schmeiß den nach oben, lass den auf den Boden fallen. Ist das okay? Ja. Ich bin selber aufgeregt. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Ey, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du bist die erste Kandidatin, die mit dem vollen Betrag nach Hause geht. Ja, mega, läuft. Läuft, nicht schlecht. Es läuft bei dir. Dann sollst du natürlich auch deine Kohle bekommen. Redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke euch. Ja. Gut, das war's von der Folge Nix Wildes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Kanal abonnieren nicht vergessen und das Ganze an eure Freunde teilen. Dir viel Spaß mit den 100 Euro. Was hast du damit vor? Tatsächlich wollte ich neue Schuhe kaufen. Das passt tatsächlich ganz gut. Wunderbar, perfekt. Jetzt los, ne? Welche sollen es werden? Schwarze Stiefeletten. Damit kommst du hin, ne? Ja, ich denke schon. Perfekt, super. Das war's. Danke.